Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Train Fever 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ja... Alter, die Viecher gehen mir gerade auf den Sack. Haben wir ja einiges umgestellt. Wir haben hier drüben eine Planstadt gebaut. Wo ist er denn hier? Bottrop haben wir zu einer Planstadt entwickelt, die sich richtig gut entwickelt. Das muss man ja immerhin lassen. Mittlerweile mit S-Bahnen eine der wahrscheinlich größt florierendsten Strecken, die wir besitzen. Und auch immer weiter wachsend. Also die Stadt ist echt ein Vorzeigemodell für das, was wir geschaffen haben. Verkehr ist bei 90%, Straßen ist bei 60%, Essen, ja, das ist halt... Wir haben es gleich aber ein bisschen optimiert bereits. Der Versand ist halt noch ein bisschen, bedeutet, wir werden uns jetzt kurz um den Versand kümmern. Jetzt muss ich bloß herausfinden, wo diese Strecke ist. Und jetzt irgendwann gehen auch die Farben hier. Boot, Holz, Bottrop, Brot. Sind 6 von den Fahrzeugen. Die tauschen wir aus gegen E-LKWs. Und nehmen noch 3 dazu. Die kommen jetzt natürlich aus dem nächsten Lager, was mittlerweile in Bottrop steht. Was es natürlich relativ einfach macht, hier neue Verkehrsmittel einzuführen. Züge fahren hier auch dauernd hin und her und jetzt sollte sozusagen dann aber auch die Menge des Versandes hoffentlich steigen können. Weil dann kann auch die Produktion nochmal steigen. Weil aktuell muss ja nur der Versand erhöht werden, was er ja eigentlich sogar kann. Hier warten Tonnen an. Wenn wir mal den Zug anschauen. So, der fährt jetzt leer hier rüber. Ja, hier wartet auch schon einiges an Weizen. Wie ist der Zustand des Zuges? Mittelmäßig. Was ist denn heute los? Heute gehen nur Sirenen ab. Wahnsinn. Ja, der wird eigentlich relativ voll wahrscheinlich. Ja, nicht ganz voll, aber dafür für eine Station 160. Das ist akzeptabel, das ist gut. Und jetzt gibt der Zug wieder Gas. Und fährt zurück und sollte dann sich voll ausladen. Rein logisch. Jetzt kommen auch schon die nächsten großen Transporter. LKWs daher, die 9-3 sind schon da. Ich glaube, der kommt nicht mit der Menge des Produzierens gerade hinterher. Also irgendwie habe ich das Gefühl, der Versand funktioniert nicht so, wie ich es mir hoffe. Verstehen tue ich aber auch die Werke teilweise nicht. Jetzt gebe ich dir mehr LKWs und trotzdem kommt hier nicht so viel auf die Bahn. So, jetzt kommt der nächste Bottrop-Zug. Ich habe so die Vermutung, wir haben jetzt ein paar Leerfahrten. Weil, schaut mal, wie viel Weizen der noch auf Lager hat. Und da kommt jetzt gerade noch was dazu. Ja, schaut, wie das auffüllt. Das ist bummvoll quasi. Er sagt aber, so ein Konsum 400. Von dem Konsum sehe ich aber nichts, weil die Dinger sind immer noch fast leer. Wir erhöhen mal den Versand hier. Das gibt's doch gar nicht. Abnehmer. Transport ist 100% nach Bottrop für 98, was? Wie soll das funktionieren? Der Bahnhof ist bummvoll. Der Bahnhof, ach, alter Scheiße. So wie Weizen. Eigentlich sollte das doch passen, oder? Wenn wir jetzt hier schon unter Gebäude, decken wir hiermit eigentlich auch alle ab. Problem ist, aktuell gehen die noch ins Minus, weil die nicht genug geliefert kriegen, oder wie? Wir sind bei 86 von 107, was sie benötigen.
Eigentlich müsste der doch darauf reagieren, dass ich sage, hey, ich habe mir Fahrzeuge jetzt zur Verfügung. Oder? Weil der fährt ja zum Beispiel sogar 11. Der fährt ja sogar ein bisschen mehr, aber die haben jetzt hier nur 4. Da kommt schon der nächste LKW. Ja, wir lassen es mal laufen. Wie gesagt, wir sind ja ein großes, profitables System. Da können wir auch mal ein bisschen mehr ausgeben. Das ist in Ordnung. So, aber was ich jetzt machen will, ist die ICEs austauschen. Denn die sind ja nicht mehr sowas von gut. Wenn wir uns die mal anschauen, sehen wir ja, wie die ausschauen. Was ist das für ein Button? Ich kann Bildladlung aufnehmen. Kein Plan, was ich jetzt gerade mache, ne? Spiel? So, ihr seht schon, die Dinger sind ziemlich verbraucht. Ich finde es cool, dass sie das ausschauen. Und deswegen kriegt die Linie 1 jetzt, also ach, Linie 3 ist die Nahrungsversorgung, ne? Linie 1 kriegt jetzt neue Fahrzeuge. Und zwar mal was ganz anderes. Wir gehen auf ein ganz anderes System. Nicht schnell, sondern groß. Und dafür will ich Railjet Italien, Railjet gedreht, Railjet Schweiz. CD Railjet. Okay, wir machen uns vor Spannlok. Und dann brauchen wir halt die Brauchen wir die passenden Anhängsel noch. Dann haben wir erste Klasse. Warte, stopp, bevor die zweite Klasse kommt, muss natürlich noch ein Bistrowagen. 1, 2, 3, 4, 5. Und ein Endwagen. Und dafür ersetzen. Und jetzt haben wir einen Railjet hier rumfahren. Heute für morgen. Für uns. Er kann jetzt 156 transportieren. Und als kleines Detail kommt hier sogar noch ein dritter auf die Schiene jetzt drauf. Weil einfach die Masse extrem ist, die wir benötigen. Deswegen wird hier schon der nächste wieder auf die Schiene gesetzt. Die ÖBB ist hier auf dem Vormarsch. Railjet. Sieht man hier auch, welche Klasse das ist? Nee. Hier ist der Bistrowagen. Hier steht zweite Klasse. Hier steht erste. Cool, das steht sogar drauf. Geil. Zweite. Ach, der Endwagen ist aber nochmal erste Klasse, okay. Ja, okay, so schlimm ist es nicht. Der Zug kommt jetzt an. Weiß noch nicht immer nicht, warum der so rumfährt, aber ist ja wurscht. Ihr habt einen neuen Zug bei euch. Hört der Bahnhof an, gut, auf Warteliste ja nicht genug. So erhöhen wir aber auch die Kapazität, die dieser Bahnhof hat. Millionen macht er. Jetzt leert er sich einmal aus und dann füllt er sich wieder an. Und dann ist die Strecke auch ready. Was ich mich heute auch ein bisschen drum kümmern will, ich will zwei Strecken errichten. Eine, die folgt der Strecke noch, biegt dann hier ab und führt nach Rattingen.
und nach Eisenfeld. Dann will ich eine S-Bahn bauen, die hier in den Kreis fährt. Und noch ein viergleisiges System, was nach hinten fährt rein, theoretisch. Eine für den, ja, eigentlich sollten sie beide für normalen Verkehr sein, aber mal gucken, was ich daraus mache. Ich habe hier so viele Anschlüsse, beziehungsweise vielleicht mache ich auch einen einfach, der dann von hier abbiegt und dann über Eisenfeld, Herdlungen, hinter nach Fürstenau fährt. So wäre aber fürs erste Mal der Plan. Beziehungsweise mal die Schienen hier auch diese elendige Kurve ausreißen. Und überlegen, wie man die besser macht. Ich glaube, das geht nicht besser. Weil halt, wenn man so guckt, ist halt doch ein Geschwindigkeitsverlust auf der ganzen Strecke am Ende, wenn man es so sieht. Also irgendwie akzeptiert er die Schiene nicht mehr, Leute. Nee. So, okay, wenn ich jetzt sage, hier sollen die Schienen sich jetzt anbinden. So. Warte, da muss ich ja eigentlich ein bisschen anders abgehen. Weil ich schauen muss, wo welcher Zug am Ende hin muss. So. Warte mal, das ist komplett falsch jetzt. Da muss ich nochmal alles anders liegen, weil. Im Grunde muss ja jetzt du von hier und du nach hier. Oder? Wenn die Züge, die rausfahren, können dann so hin. Schilder entfernen, so, warte mal. Nochmal das Ganze. Schwersignal auf Mast, was? Was macht ein Schwersignal? Wird eingesetzt, um den Schienenverkehr zu regeln. Wahlweise als Einbahnsignal. Das wird eingesetzt, um den Schienenverkehr zu regeln. Okay, das ist ja alles dasselbe. Mit diesen komischen Masten entfernen. So. Dann hier noch einen hinsetzen. Hier dasselbe. Wenn ich jetzt auf den Schienenverkehr gucke, wickeln die sich erst lustigerweise da zu einem über. Das kann natürlich auch machen, dass man trotzdem sagt, okay, so rum. Hm.
kommt trotzdem weg hier. Das geht auf eins runter. Die Schienen verbinden sich. Sie fahren hier lang. Und was für mich genau wichtig ist, ist diese eine Stelle, wo der jetzt hier verkehrt. Denn hier müssen die Schienen umgebaut werden. Genauso werden jetzt hier die Straßen mal abgeändert. Weil die passen ja mal einfach gar nicht mehr hier rein. Und sollte das Ganze auch funktionieren. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben in dieser Folge endlich den nächsten Bahnhofsabteil angeschlossen. Jetzt können wir rein theoretisch noch mehr Züge hier anschleusen. Die Frage ist genau, wie wir das machen. Ob wir jetzt sagen, okay, wir binden halt hier jetzt wirklich beide Bahnhöfe an. Jeden lassen wir dann einen Zug durchbrettern mit Highspeed. Und hier machen wir fast dasselbe, außer mit einem großen Zug. Oder wie wir das am Ende regeln werden. Aber das sehen wir in den nächsten Folgen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.